Hierher hat der Rowohlt Verlag zu einer Dichterlesung eingeladen. Ist es nicht wie ein Trost für die verlegerischen Unternehmer, dass die Verbsilbe Ro in Erotik wenigstens einmal zentral vorhanden ist? Jugendliche von 17 oder vielleicht schon von 16 Jahren an aufwärts sollen sich gerade hier versammeln, um Beat zu hören und die noch ungedruckte Prosa von Hubert Fichte. Sure a good girl. Got the whole world. Nach dieser Vorlesung, glaube ich, werde ich mir vielleicht auch zwei oder drei seiner Werke kaufen. Also wenn ich das sagen würde, wie er geschrieben hat, würde ich einfach sagen, schaff mich oder Knorke, in der Art so kurz zu sprechen, wie er es gemacht hat. Das war fantastisch. Ich fand diese Teile, die ich gelesen habe, fand ich unmöglich. Und ich weiß es jetzt auch noch nicht, ob Kunst unbedingt das ist, was verändert. Jackies erster Besuch in der Palette. Jackie geht über den Gänsemarkt. Jackie geht 4 Stufen runter. Jackie macht die Tür wieder zu. Der erste Besuch dauert 5 Minuten. Das ist für die Palette nicht wichtig. Die 5 Minuten könnten 29 Besuche sein oder 900 Besuche, von denen jeder 12 Stunden dauert oder eine Sekunde in der Mitte zwischen Entstehen und Schließung der Palette. Gesehen habe ich ihn in der Palette. Da war er Stammgast, ich nur seltener, das war mir alles zu schmuddelig, zu vollgekotzt, zu besoffen. Er, Hubert, war aber nicht vollgekotzt und besoffen. Er sah immer elegant aus, er sah vornehm aus und stand am Rande und beobachtete. Sehr gerade, sehr vornehm, die sehr schönen Locken. Ich bin Haarfetischist und wenn einer 2 Kilo Locken auf dem Kopf hat, bin ich begeistert. Aber ich fand ihn nie anziehend, also für mich nie anziehend. Er hatte etwas so Zurückgezogenes. Wie gesagt, ein Beobachterposten. Und darum bin ich jetzt so verblüfft, wenn ich höre, was andere, die ihn ganz anders und kannten und gründlich kannten, was die erzählen. Also seine Schwanzfixierung, dass er von morgens bis abends nach großen Schwänzen jagte, ständig, und darüber redete, dass das sein Thema war, dass es so wichtig war für ihn und dass er auch offensichtlich dachte, dass es alle anderen Leute auch interessieren müsste, wessen Schwanz er benutzt hat. Also es passt nicht, also es passt nicht zu dem Bild, das ich von ihm habe. Die Sexualität spielt in meinem Leben die wichtigste Rolle und jede Möglichkeit der Sexualität. Ein Mensch streift über den Kiez. Tagelang, nächtelang. Er jagt nach Liebe und nach Stimmen. Stimmen der Hamburger Subkultur, der Stricher und Zuhälter. Er ist selbst ein Ausgeschlossener, nach bürgerlichen Maßstäben. Halb Jude und halb Waise, schwul, lebt doch mit einer Frau zusammen. Im Deutschland der 60er Jahre. Ein beispielloses Werk hat Hubert Fichte hinterlassen. Es umfasst die eigene Lebensgeschichte seit der Kindheit und das Leben außerhalb Europas. Lateinamerika, Afrika. Das Fremde fasziniert ihn. Auch das Fremde um ihn herum. Also das schwule Leben war immer noch etwas clandestin. Man parkte den Wagen möglichst nicht genau vor der schwulen Bar, weil die Polizei die Autonummern aufschrieb. Bestimmte schwule Treffs wurden nachts von der Polizei mit Autos durchfahren, Parks zum Beispiel.
Und Fichte war einer der Ersten, der das sehr willentlich und wissentlich durchbrochen hat. Damit sein, wenn Sie wollen, ein Stückchen Avantgarde sogar. Denn es gab wenig Autoren zu der Zeit, ich lasse mal Genet und Frankreich außen vor, sondern rede von der Bundesrepublik, der daraus kein Hehl machte, weder im Gespräch, noch im Schreiben, noch im öffentlichen Leben, noch im öffentlichen Diskurs. Er kannte Wolli Köhler, der, man darf es doch sagen, ein Bordellwirt war, großen Stils, ein sehr gebildeter Mann und ein Mann aus der Szene. Und Hubert Fichte war von ihm fasziniert und Wolli von Hubert. Und daraus ist dieser Zugang eben auch ermöglicht worden zu dieser Welt, die Hubert Fichte nicht interessierte wegen der Prostituierten, sondern wegen des Parallelmilieus der Homosexuellen, die ja auch dort sozusagen freier aufatmen und freier atmen durften. Jeder lernt ja nur auch nicht so oft die schnellen Puffboss kennen und befreundet sich mit ihm, wenn er nicht aus diesem Milieu ist. Und dieses Glück hatte Hubert, dass er sagte, oh, jetzt komme ich schon wieder an etwas ran, was nicht alle wissen. Jetzt kann ich schon wieder Geheimnisse entdecken. Hubert war ja immer am Geheimnisse entdecken. Wenn du nun die Nacht durchgestanden hast und deine vier Freier hinter dir hast und die ganze Zeit also ganz cool dabei gewesen bist, dann gehst du doch oft morgens nochmal los und reißt was auf. Bist du dann nun besonders heiß oder? Überhaupt nicht. Ich gehe nun nie mit dem Vorsatz irgendwo hin, etwas aufzureißen. Also es ist nicht die Notwendigkeit, nach so einer Nacht hier unbedingt noch was zu haben. Ich bin oftmals froh, wenn ich unter Leute bin und anschließend mich in den Taxi setze und hierher fahre und schlafe. Aber nicht unbedingt, dass du nur unbedingt noch gefickt werden willst. Keineswegs. Das Gefühl habe ich noch nie gehabt, unbedingt gefickt werden zu müssen. Mir ist es also im Grunde genommen egal, ob er nun lange fickt, ob er gar nicht fickt, ob er nur mit mir schmust. Ich bin nur froh, wenn ich jemanden um mich rum habe. Ich bin froh, wenn ich irgendwie jemanden hier morgens, wenn ich nach Hause gehe, der kann sich da in die Ecke legen und schlafen, ein bisschen klönen noch, weißt du, wenn ich dann aufstehe, mache ich Frühstück. Ich muss jemanden um mich rum haben. Ich muss das Gefühl haben, mich irgendwie um jemanden quälen zu können. Und deswegen haben die meisten Frauen einen Zuhälter, die anschaffen gehen. Weil sie nicht alleine sein können. Er war eben ungeheuer intensiv im Umgang. Vielleicht war das, was einen manchmal beunruhigt hat. Es war mehr Beunruhigung als Angst. Und dadurch, dass er eben auf alle Leute, mit denen er umging, eben so ungeheuer stark eingegangen ist. Also das hat ihn natürlich prädestiniert, diese hervorragenden Interviews zu führen. Auch mit Leuten, die natürlich aus einem ganz anderen Bereich kamen, also mit Strichjungen, mit Dirnen, also mit der ganzen Subkultur, die er da auf dem Kiez vorgefunden hat. Meine Eltern hatten zum Beispiel die Interviews aus dem Palais d'Amour in ihrem Bücherregal stehen, dass ich mir, das Buch habe ich mir auch mit in mein Zimmer genommen und war fasziniert von der Art und Weise, wie er Interviews auf dem Kiez in St. Pauli führte, die mich dann auch wieder noch vielleicht so als 17-Jährigen bis hin in den Kontakthof des Palais d'Amour getrieben haben, um auch mal ein so philosophisches Gespräch mit einer Prostituierten zu führen. Habe ich mich aber nicht getraut, ich habe sie nie angesprochen. Und auch diese großen Interviews, die er dann gemacht hat mit Genet und so weiter. Er hat ja, wie man in der Fernsehsprache sagt, er hat die Leute geknackt. Und das ging eigentlich ganz unauffällig. Er hat sie durch seine unglaubliche leise Intensität für sich gewonnen. Und sie haben ihm alle, glaube ich, mehr gesagt, als sie eigentlich sagen wollten. Also die kleine Geschichte ist folgende, dass es in einem Haus war, wo eine Kunstausstellung war. Es war eine Galerie, deren Namen ich nicht mehr weiß. Und in diesem Haus fuhren diese Paternoster. Die gibt es ja gar nicht mehr, weil die verboten sind, dass man da verunglücken kann. Und ich kam von oben runter, ich war zu hoch gefahren, kam von oben runter gefahren und sah, aha, hier musst du raus. Da stand Hubert Fichte und hat mich aufgefangen. Sie ist fast 20 Jahre älter und verheiratet. Leonore Mau.
1962 verlässt sie Mann und Kinder und zieht mit Hubert Fichte zusammen. Er will sie zur großen Fotografin machen und sie ihn zum Dichter. Er war ja ein Mann der Frauen. Das klingt komisch, aber das stimmt. Die Frauen haben alle ungeheuer von ihm geschwärmt. Er war groß, dunkelhaarig, mit Locken, feingliedrig, fast zerbrechlich. Und die Frauen haben alle gesagt, er ist wie, es gibt so einen Stamm in Afrika, die Maasai, über die er auch geschrieben hat, und haben gesagt, er ist wie, wenn er so von da käme. Und ich glaube, dass seine plakative Homosexualität in Wirklichkeit auch ein Gestus war. Er war ja ein Mann, der ungeheuer viele Gesten hatte, viele Masken hatte, sich sehr geschickt selbst inszenieren konnte. Und ich glaube, dass diese direkte Homosexualität mehr sozusagen auch eine Art literarischer Gestus war. Denn er war ja verheiratet, und zwar durchaus mit allem, was dazugehört. Also sagen wir mal, Homosexualität nicht allein, es war zumindest Bisexualität. Er war auch immer ungeheuer drauf, also diese Bisexualität als die eigentliche Lebensform zu deklarieren. Pozzi hat meine Hormone in der Schweiz auszählen lassen und sagt, du bist 50-50. 50 Androgen und 50 Östrogen. Pozzi, Pozzi. Bums, Bi und Schicksalssymphonie, ich bin 50-50, Bums, Bi, Tüten, fünfte Symphonie. 50-50, das heißt homosexuell, 50-50, fünfe gerade sein lassen, wenn schon 50, dann auch das ganze 100. Bums, schwul, Gong, Posaunen von Jericho, die Mäuse scheißen in die Orgel, der Schwule orgelt in die Scheiße. Tabu, Terrorangriff, Atombombe. 50-50, eine Tunte, eine Tunte, eine Tunte, ein warmer, ein lauwarmer, ein warmer Bruder, ein Huch, nein, eine Töle, ein Pinscher, eine Docke, eine Promenadenmischung, ein Terrier, ein Dackel, eine Trine, eine Schwuchtel, ein Arschficker. Ich bin ein Mischling ersten Grades, ein uneheliches Kind und nun auch noch schwul, das ist übertrieben. Der 8-jährige Detlef steht auf dem Balkon eines bayerischen Waisenhauses und wartet auf seine Mutter. Die will ihn mit zurück nach Hamburg nehmen. Es ist Juli 1943. So beschreibt es Hubert Fichte in Das Waisenhaus. Das Waisenhaus gibt es tatsächlich. Im altbayerischen Schrobenhausen. Die alleinerziehende Dora Fichte glaubte ihren Sohn dort sicher vor dem Zugriff der Nazis. Der jüdische Vater musste schon 1936 nach Schweden emigrieren. Hubert wird ihn nie kennenlernen. In Hamburg werden Dora und Hubert bei den Großeltern in Lockstedt unterkommen. Der Großmutter gehört Huberts Liebe. Zeitlebens wird Fichte den Verdacht hegen, die Mutter habe ihn, als sie ihn ins Waisenhaus steckte, nur loswerden wollen. Er war ja ein Schmerzensmann. Ich meine damit, dass man ihm immer angemerkt hat, dass er in seiner Jugend also sehr verstörende Erlebnisse gehabt hat. Dass er da herumgereicht worden ist und seinen Ort eigentlich nicht gefunden hat. Und deswegen sind für mich eigentlich seine schönsten Bücher das Waisenhaus, wo er diese erste Ritualisierung in die Realität da in diesem katholischen Internat beschrieben hat. Und das zweite, der Versuch über die Pubertät. Hubert erlebt die Welt im Krieg. In der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1943 wird Hamburg bombardiert. Nach Kinderlandverschickung und Waisenhaus der dritte Schock. Und das ist natürlich eins von seinen Kindererlebnissen, wie er in dem Garten des Großvaters einen Matrosen kennenlernt und er so wundervoll findet, diese Matrosenmütze mit den dunklen Bändern. Und wie er sich aufs nächste Mal freut, dass er, wenn er den Matrosen wieder sieht, und dann sagt er zu dem Matrosen, komm doch zu mir in den Garten, da können wir mit meinem Dreirad spielen und Indianer spielen und dann machen wir das und dann machen wir das. Und der Matrose sagt, ich komme bestimmt, weißt du was, ich komme morgens um 3 Uhr. Und dann sind wir ganz alleine. Und es ist so in knappen Sätzen und in kurzen, kleinen Dialogen sachlich berichtet, aber so, dass man merkt, das hat ihn bewegt. Und dann ist eben nach ein paar Tagen ist der Matrose untergegangen und er kommt eben nie wieder.
Und das ist aber nur so ein Ausschnitt aus den ganzen Erfahrungen, aus den ganzen Erlebnissen, die er damals hatte. Und er zählt ja auf, da ist der gestorben und da ist die Frau gestorben und der Bruno ist gestorben. Der Bruno war erst 14. Und dieses Zerstörtwerden der Stadt, das Zerstörtwerden seiner Umgebung. Er beschreibt immer, wie die Tiere in Hagenbeck, er hat ziemlich nahe bei Hagenbecks Tierpark gewohnt, und wie die bei diesen Bombenangriffen jämmerlich oft schreien, und das hört er dann herüber, und wie dann in einer Nacht eben Hagenbecks Sohn selbst die Löwen erschießt, weil die so brüllen vor Hunger und so. Also diese ganze Erlebniswelt des Kriegerischen, des Zerstörtwerdens, des Notleidens an Nahrung, aber eben vor allem auch an familiär gebundenen und liebenden Menschen ringsherum, die überall dann nicht mehr sind. Ich glaube, dass das eine Grundlage ist auch für den Stil dieser Literatur. Ich musste bei jedem Buch immer wieder von vorne anfangen. Die Konstruktion der Wörter und der Sätze und der Bücher setzte mich selbst für den Augenblick zusammen und gab mir vielleicht so etwas wie eine psychische Identität. Die war erschöpft, wenn das Buch zu Ende war. Meistens löste sich dann auch die Vergangenheit für eine Zeit auf. Die Vergangenheit kommt dann aber wieder. Ich glaube, er war vielen eher fremd, also besonders tüchtig, ungewöhnlich tüchtig. Also ihm fiel die Schule leicht. Sprachliche Begabung hatte er in großem Maße, sodass, wenn er die Schule nicht regelmäßig besuchen konnte, er immer noch, nach meiner Erinnerung, ein guter Schüler blieb. Viel Leid war dadurch zu spüren, weil ja ein nicht kleiner Teil der Klassenkameraden ohne Väter nun da saß. Und insofern war auch Hubert, dessen Vater ja überhaupt keine Rolle in seinen Schilderungen je spielte, für mich einer von eben jenen Fällen, wo der Vater im Kriege gefallen war. Ich weiß nur, dass seine Mutter irgendwie beim Theater als Soufflöse gearbeitet haben muss. Denn davon hat er häufiger gesprochen, denn in diese Schulzeit fällt ja nun seine Zeit als junger Akteur im Schauspiel. In der Klasse, denke ich, sind wir alle davon überzeugt gewesen. Also Hubert, das wird mal ein berühmter Schauspieler. In diese Schule kamen auch andere ungewöhnliche Akteure. Und darunter war Hans-Henny Jahn. Damals für mich nur ein großer, mächtiger Mensch, von dem es hieß, er sei ein Hormonforscher. Was immer das auch für junge Menschen nun bedeutet. Also wir wussten darüber wenig, aber ich meinte doch, dass wir da alle Urinproben abzugeben hatten und irgendwie auf diesem Wege der Forschung dienen konnten. Und darüber habe ich auch mit Hubert einige Male gesprochen, von dem ich so den Eindruck hatte, ihn interessierte das auch. Und ja, wir waren irgendwie auch stolz, dass sich sowas in unserer Schule abspielte, Forschung. Ein Jahr vorm Abitur hat er gesagt, hier lerne ich doch überhaupt nichts mehr. Ich will anständig Französisch lernen, aber in der Schule kann ich das nicht. Ich gehe ab von der Schule. Das ist natürlich seine Mutter nicht sehr freut, aber er hat es gemacht. Ja, wo willst du denn hin? Ja, ich gehe nach Frankreich. Und da ist er in die Weinernte gegangen und war erst bei einem, ich weiß jetzt nicht, wo das war, irgendwo in Mittelfrankreich. Und dann ist er da zu Fiorius gekommen. Hubert est venu parce qu'il avait rencontré mon frère. Hubert ist zu mir gekommen, weil er meinen Bruder kennengelernt hatte. Mein Bruder hat damals gerade einem Freund mit Maurerarbeiten geholfen. Er hat Hubert von mir erzählt, davon, dass ich male. Das hat Hubert sofort interessiert. Eines Tages kam er dann vorbei. Das war das erste Mal, dass ich Hubert gesehen habe.
Unterhalb des Chateaus von Marquis de Sade hütet er Schafe. Er liest Hans-Henny Jahn und ist begeistert vom Nouveau Roman. Frankreich wird Fichte nicht mehr loslassen. Il est reparti, et puis il est revenu quelques mois après. Einige Monate später ist er zurückgekommen. Er blieb zur Weinlese. Von den Festen, die es abends meist gab, kam er mit vielen Geschichten wieder. Das ganze Leben hier hat ihn zum Schreiben angeregt. Deswegen hat er uns vorgeschlagen, dass er unsere Schafe hütet, um schreiben zu können. Wir haben mit sehr geringen Mitteln den Hof umgebaut, der früher noch nicht so aussah wie heute. Und dann haben mein Bruder, Hubert und ich hier gewohnt, zu dritt. Mein Bruder hat gesagt, das Zimmer da ist frei, das kannst du haben und darin machen, was du willst. Draußen stand ein Tisch, den Hubert und mein Bruder nach oben in sein Zimmer getragen haben. Hubert hat sich an den Tisch gesetzt und gesagt, ja, hier kann ich schreiben. An diesen Moment kann ich mich sehr gut erinnern. In der Provence wird Hubert ein Schriftsteller. Und eine schwule Lebenspartnerschaft schwebt ihm vor. Diese Utopie begeistert ihn. Der Maler und der Schreiber. On a bâti cette maison. On a dû refaire le béton, ce plancher, tout ça. Après mon frère. Wir haben alle unsere Arbeit gemacht. Hubert und ich draußen bei den Schafen oder in den Feldern. Wir mussten uns um die Tiere kümmern, ihnen zu essen und trinken geben. Es gab einen Gemüsegarten und viel zu tun. Oft haben wir gemeinsame Spaziergänge unternommen. Wir haben Decken mitgenommen, um draußen zu übernachten. Aber wir haben keinen Ort gefunden, um zu übernachten, weil überall diese spitzen Steine herumliegen. Steine, Steine, Steine. Wir haben kaum ein Auge zugemacht. Das Leben war sehr hart damals. Er war sehr launisch. Mal war er ein Engel, mal war er sehr auf Konfrontation aus. Aber wir haben uns nie geschlagen. Ich kann mit meinen Widersprüchen, indem ich über mein Leben schreibe, weiterleben. Hubert hatte in Frankreich, in den Pyrenäen, den naiven Maler Serge Fiorio kennengelernt und war so begeistert von dessen Arbeiten, dass er nach Hamburg ging mit dem festen Willen, diesen Maler bekannt und berühmt zu machen. Und hat so sehr für ihn gearbeitet, indem er nämlich Aufsätze schrieb, in den Zeitungen lancierte, warb, in den Redaktionen vorsprach, dass man auf Hubert Fichte aufmerksam wurde. Fiorio wurde auch gezeigt, aber die Redakteure fragten, was machen Sie denn, Herr Fichte? Schreiben Sie doch mal was für uns. Ehre, wem Ehre gebührt, war es ledig Rowohlt, der ein viel Zeitungsleser war, immer erst gegen Mittag oder Nachmittag ins Büro kam, einem riesigen Schwung voller Zeitungen, ausländischer, inländischer und so weiter, und die mir dann hinknallte und sagte, gucken Sie mal, gucken Sie mal, gucken Sie mal, kümmern Sie sich mal. Und er zu mir sagte, hier ist in der FAZ ein ganz interessanter kleiner Text von einem Autor, den wir alle nicht kennen, kümmern Sie sich noch mal darum. In Frankreich infiziert sich Fichte mit Hepatitis. Schwerkrank trampt er nach Hamburg zurück. Die Ärzte raten ihm, Arbeit an der frischen Luft. Er macht eine Landwirtschaftslehre und geht nach Schweden. In einem anthroposophischen Heim bringt er geistig behinderten Jugendlichen das Melken bei. Hier geht ja ein Bach hier, was auf Schwedisch O heißt, Salt-O. So, das ist der Name dieser Stelle, der Salzne Bach. Und ist eine Gärtnerei hier auch.
So, das war dieses Haus und dann dieses Haus war auch damals hier. Ist ja ein bisschen angebaut, aber das war, wo die Jugendlichen wohnten und wo der Esssaal war und der Sammlungssaal. Und Hubert war sozusagen, melkte die Kühe hier und war auch mit in der Pflege und arbeitete hier auf diesem Hof. In diesem Fenster da, das rechte Fenster da oben unterm Dach, da hatte Hubert Fichte sein Zimmer. Da hinten ist ein Haus. Da lernte ich Hubert kennen, weil das war da, wo wir dieses Weihnachtsspiel übten. Und Dreikönigsspiel, das ist ja ein Spiel, wo sehr viele Menschen mit sind. Ich glaube, wir waren 12 oder 14 Teilnehmer da. Und das ist drei Könige und das sind Soldaten, das ist Herodes. Und ich glaube, Hubert Fichte selbst spielte Herodes, ein sehr fürchterlicher Herodes. Da hat er auch irgendwelche Problemkinder betreut. Und das Erste, was er mit denen gemacht hat, das war, den Ödipus einstudiert. Er hat mit denen den ganzen Ödipus aufgeführt. Das war ein großer Erfolg da. Und die waren das erste Mal, es wurde ihm jedenfalls erzählt, dass sie wirklich das Gefühl hatten, sie können irgendwas. Er war sehr engagiert daran, das zu spielen. Und er spielte es auch sehr aus. Ich weiß nicht, ob es irgendwie als ein bisschen mehr dramatisch, als was die Situation erlaubte, war. Aber das mochte er. Er wollte es sozusagen zeigen, hier kann man Schauspiel machen auch. So, es war sehr viel Schauspiel, weniger Spiel, sozusagen Weihnachtsspiel. Damals und wenn man nach Hamburg fahren sollte, dann stellt man sich hier unten und machte so mit dem Daumen. In einem Tag war man in Hamburg. Ein Tag, ja, ungefähr. Konnte man, ja, ein anderer Tag, wenn man Glück hatte. Wir hatten uns so ein bisschen leicht verabredet, ich mache eine Pause in der Schule. Und wir redeten nach Provence und nach Frankreich zu Trempen und da ein Jahr zu sein oder im Herbst die Weinernte und so weiter. Und als er dann kam und wir sollten abfahren, da wurden sozusagen Schwierigkeiten und ich, und meine Eltern waren ja nicht begeistert davon, überhaupt nicht begeistert. Und dann schließlich entschloss ich, dass ich hier die Schule weitermachte. Und Hubert ist dann weitergefahren. Ja. Akademie 3, ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, zu unserem 7. Abend. Das Gästehaus, 15 Autoren schreiben einen Roman. Wir beginnen sogleich mit der ersten Vorlesung. Die Liste der Autoren, die heute Abend lesen, ich muss sie nennen, ist Peter Bixel, Walter Höllerer selbst, dann Klaus Stiller, Peter M. Heyer, Jan Huber, dann Hubert Fichte, Elfriede Gerstl, Wolf Simmeret, Hans-Christoph Buch. Wir haben viel gelacht und uns amüsiert, auch über unsere eigenen Witze. Er ging seine eigenen Wege. Man sah ihn selten außerhalb des Tagespensums, das wir dann hatten. Bixel spielte immer Kanaster mit seiner Wirtin. Ich habe ihn, anfangs schien er mir ein bisschen einfältiger Mensch, ein großer gepflegter Bart und ein falsettgluckstes Lachen. Und aber er war sehr aufmerksam und höflich und wohl auch gelehrig. Wir anderen hatten schon so einen kleinen Vorlauf,
was die Literatur anbetraf, obwohl er schon veröffentlicht hatte. Also der Aufbruch nach Turku, der kam dann, erschien dann, der hat mich bewegt beim Lesen. Vor allen Dingen seine Art zu schreiben, die in diese Parataxe, in Hauptsätzen, in Behauptungssätzen, die war damals noch die Sprache eines Menschen, eines jungen Heranwachsenden, dem es die Sprache verschlagen hatte gewissermaßen. Ich bin noch nicht fertig mit dem Zimmer. Ich muss noch sagen, ich muss noch denken. Wie soll ich das nennen? Ich denke Wörter, die ich höre, aber nicht spreche. Es ist meine Stimme, die ich höre, wie ich sie höre, wenn ich spreche, wenn ich denke. Nicht die Stimme meiner Mutter, die Stimme meines Vaters erinnere ich nicht mehr, wenn ich Sätze denke, die mein Vater vor seinem Tode äußerte, seinen Abschiedssatz. Muttel, pass mir auf den Jungen auf, Bologna, 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 sagte man damals, um sich eine ruhige Nacht zu wünschen. Ich höre statt seiner die Stimme von Leuten, die ich erst lange nach Kriegsende kennengelernt habe. Elmshäusers Stimme zum Beispiel. Dies Zimmer ist sehr hoch. Es ist zu schmal im Verhältnis zu seiner Höhe und zu eng im Verhältnis zu seiner Breite. Wenn man es kippen könnte, würde es gerade richtig. Das musste immer ein bisschen unernst und verzwinkert, natürlich aber auch bodenlos traurig sein. Also es musste über Farben und Schattierungen verfügen. Wenigstens strebten wir danach. Und er brachte dann plötzlich diese Lakonie, diesen ganz einfachen Ton hinein, der mir mittlerweile imponiert. Die Parks im Zentrum der Stadt sind nicht weitläufig genug. Es gibt Bahnhöfe, die werden nur noch zur Hälfte befahren. Die Schienen vor den meisten Bahnsteigen verrosten. Die Glasvierecke fallen aus den Überdachungen. Nachts laufen Kaninchen und Ratten über die plattgewalzten Flächen zwischen den Hochhäusern. Es gab eine tiefe Reserve, war mein Eindruck, auch bei der Gruppe 47 gegen die Höllerer Schüler, hieß das damals. Der war ihnen irgendwie zu umtriebig, der Höllerer. Und da kam nun einer, der war Hirte, der war schon viel gereist, der hatte mit Landwirtschaft zu tun gehabt. Und der, habe ich das Gefühl, stiftete Vertrauen bei den gestandenen Akademikern, wie Hans Meyer etc. Die hatten es gerne so handfest auf diese Weise. Der Kosmos von Fichte, ist zweigeschlechtlich, und zwar in dem erlauchten Sinne von Plato und dem Gastmahl, dem Symposion. Da tritt der Aristophanes auf und sagt, im Grunde war die Gattung Mensch von Anfang an zweigeschlechtlich. Das war die Einheit des Männlichen und des Weiblichen. Und sie strebt immer wieder nach der Vereinigung. Und bei Fichte ist immer wieder der Versuch, diese Vereinigung im einzelnen Menschen zu finden. Also das, was seine eigene Geschlechtlichkeit war, zu der er sich immer und sehr demonstrativ bekannt hat und die auch das Thema vieler seiner Bücher ist, das ist bei ihm doch ein großes anthropologisches Konzept. Und ich meine, die Größe Fichtes war eben, dass er nicht kleine Empfindlichkeiten von Hubert Fichte geschildert hat, sondern dass er sein eigenes Leben und Erleben paradigmatisch, auch als ein menschliches Beispiel für Möglichkeiten, darzustellen versuchte. Es gibt einen wunderbaren Brief von ihm, wo er sagt, aber Radatz, wenn ich immer sage, ich will die Welt verschwulen, dann meine ich doch nicht, dass alle Leute nur noch mit Knaben schlafen sollen, sondern ich meine doch ein Zärtlichkeitsprinzip, eben ein Angebot, miteinander anders umzugehen. Im Sommer 1962 organisiert eine Hamburger Literaturwissenschaftlerin Lesungen, zu denen auch Fichte eingeladen wird. Sie finden in der Mühle statt. Das lag 30 Kilometer südlich von Hamburg am Rand der Heide und war damals eben eine gewisse Attraktion, weil es eben absolutes Land war. Man war wie abgeschnitten von der Stadt.
Ich habe dann auch zufällig eine Einladung gefunden, da sind so ein paar Schafe aufgezeichnet und die sagen dann, oder da steht dann, wir wünschen uns von euch eine Schur. Und dann jeder muss bitte eine kleine Schere mitbringen und kommt nachmittags um 3 und nachher kriegt ihr auch schönes Essen und so war es dann auch. Und dann kamen sie und Radatz kam auch in einem ganz schicken Porsche und tollen, eleganten Anzug, was alles völlig unpassend war. Da hat eine so kleine Nagelschere mit. Na kurz, und der Anzug war versaut und die Schere und dann wurde ein bisschen in die Haut geschnitten. Und da war Fichte eben die herausragende Persönlichkeit. Der konnte das. Der hat uns gezeigt, man fängt an den Füßen an, nicht? Und geht langsam immer, hält das Fell so nach oben weg und dann sieht man, ist das letzte Teil dieser oft sehr gekräuselten Wolle ganz glatt, was zur Haut hinkommt. Das sind ungefähr 2-3 Zentimeter. Und in die muss man dann mit der Schere von unten reinfahren und das abschneiden. Das geht dann ganz gut. Und zwar die Klingen der Schere parallel zur Haut natürlich halten. Also es war eigentlich relativ einfach, aber natürlich die meisten konnten es erstmal nicht und er hat das eben gut, prachtvoll gemacht. Also da war nichts Witziges, da war nichts Ironisches, da war nichts Zynisches oder nichts so Experimentierhaftes, dass man nun sagen würde, ach, das ist ja ganz toll und ganz neu und so. Insofern brauchte es seine Zeit und man musste sich auf ihn einlassen. In der Palette ist immer alles da. Die Gäste bewegen sich um Jackie herum, der durch sie hindurch mit Kopfwenden, Blicken nach rechts und links, von der Decke auf den Boden, von einer Perücke auf die braunen Flecken unter den Strümpfen, Koordinaten zieht. Hört er, riecht er, was er trinkt, schmeckt er währenddessen. Viele haben erzählt, sie wollten als Künstler oder als Maler oder als Schriftsteller groß rauskommen. Jeder Zweite hat erzählt, er schreibt ein Buch und Hubert hat dann auch gesagt, er schreibt Bücher, er sammelt Material und sie haben gesagt, ja, Hubert, klar, schreiben auch alle Bücher. Ich habe damals hauptsächlich gemalt und Gedichte geschrieben, Pflastermalerei habe ich auch gemacht. Versucht zum Teil, ich jedenfalls habe versucht so zu sein, wie ich das über die Beatniks gelesen habe. Ich kam vom Land und dann habe ich Sheriff getroffen, der machte auf Cowboy und schwarzen Cowboy-Klamotten. Und dann bin ich sein Hilfs-Sheriff geworden mit den gleichen Klamotten. Sheriff-Ehepaar von der Palette. Die Palette war rausgekommen, war ein Bestseller. Und da hatte er eine ziemlich große Summe Geld und sagte, weißt du was, wir fahren nächste Woche nach Brasilien. Das haben wir auch gemacht. Auf den Protest der gesammelten Familie, was euch da passieren wird. Und ihr werdet überfallen und deine Kameras, mit denen kommst du auch nicht wieder, die sind dann auch weg. Überlegt euch das nochmal, fahrt doch lieber nach Italien. Oder nein, wir fahren nach Brasilien. Und es ist nichts weggekommen, wir sind nicht überfallen worden, nie. Also ich habe seine Bücher sehr bewundert, von Anfang an. Was mir gefallen hat, man muss sich jetzt mal einfach die Szene damals vorstellen, war, dass er rausgegangen ist. Also nicht nur seine Touren nach Afrika und nach Brasilien, sondern auch sozusagen in die Nähe gegangen ist, zum Beispiel auf dem Kiez in Hamburg. Und da entdeckt hat das Fremde, dass er das Fremde entdeckt hat, sowohl in der Nähe als auch weit weg. Und damals muss man sich ja vorstellen, war die deutsche Literatur war ja so regional gebunden, also Böll, Köln, Martin Walser, Bodensee und Günter Grass, Danzig. Also er war eigentlich der Erste, muss man sagen, der wirklich den Horizont geöffnet hat für die deutsche Literatur und auch mal rausgegangen ist. Realität entdeckt hat, da wo sie noch niemand vor ihm in der Literatur entdeckt hatte. Schön war auch, wo das Buch getauft worden ist, wo Wolli Indienfahrer rausgekommen ist. Ja, eines der wenigen Male, wo ich Hubert
mit unter Alkoholeinfluss, also wo er etwas unter auch richtig lockerer wurde, weil er eben kein Trinker war, wirkte das vielleicht schnell und er hatte da so eine Flasche auch. Naja, sicher ganz was Hochwertiges mitgebracht. Ich habe mir nicht getraut, das mit Cola zu mischen. Und von jedem Schluck, ich weiß nicht, ob wir da aus der Flasche teilweise sogar getrunken haben. Nee, ich glaube doch aus Gläsern. Aber dann wurde immer so auf das Buch wieder. Darum sieht das so befleckt aus. Das wurde getauft, dieses Buch. Also ich denke, dass viele seiner Bücher, nicht alle, noch heute ihre Bedeutung haben, weil er es geschafft hat, Innenschau und Weltschau zusammenzubringen. Er hat sich nach außen gespiegelt und umgekehrt den Spiegel der Welt in sich hinein, die Strahlen dieses Spiegels der Welt in sich hinein gelenkt. Immer wenn ihm das gelungen ist, nicht nur bei der Palette, auch bei Grünspan und anderen Romanen, ist das hervorragend und hält. Das Buch Grünspan kam dann ja sogar auf die Bestsellerliste, was mir nie gelungen ist. Bestseller-Spiegelliste, und ich weiß noch, dass er jeden Morgen ganz früh am Montag dann zum Kiosk ging, um zu sehen, bin ich noch drauf auf der Liste, auf welcher Dings bin ich. Und irgendwann war ich dann, weil ich sage, ja, ich muss ganz schnell zum Bahnhof, muss mal gucken, ob ich noch auf der Liste bin. Nicht? Das war sehr niedlich. Ja. Dann hat er sich meiner Meinung nach angefangen zu verrennen und wollte unbedingt der Proust unserer Zeit sein und hatte regelrecht fertig. Er hat ja mit Architekturskizzen gearbeitet, nicht, wo er richtig die Abläufe eines Romans, da kommt Jackie, da ist der Gänsemarkt oder so und da geht jemand anders lang und von links oben nach rechts unten kommt jemand. Also er hat die Romane nicht nur mal so ein bisschen aus dem Gewölk des Gehirns geholt, sondern gebaut. Und da er den, das muss man schon sagen, Tick hatte, er sei der Proust unserer Zeit, hat er ziemlich früh angefangen auf 19 Bände, also die Bände der Recherche von Proust, zu konstruieren. Proust ist für mich sehr wichtig. Die Recherche du temps perdu ist für mich das wichtigste Buch dieses Jahrhunderts. Und wenn Sie wollen, möchte ich das, was Proust einmal gemacht hat für Paris, noch einmal machen für Hamburg. Nur, dass Proust ja wohl mehr oder weniger von einem fixen Erzählerstandpunkt aus schreibt, während, wenn ich einen Roman Fleuve fertig kriegen sollte, in jedem Teil dieses Roman Fleuve sich die Erzählerposition gewandelt hat. Wenn Sie wollen, schildere ich also die Entwicklung einer Figur oder zweier Figuren in meinem Roman, aber gleichzeitig wird sich der Erzähler auch weiterentwickeln. Es ist also eine doppelte Bewegung. Er war eigentlich immer sehr diskret gekleidet, mit der Ausnahme des berühmten Pelzmantels, der ja auch eine Rolle spielt und den man immer wieder begegnet in seinem Werk. Das war auch ein Stolz von ihm, dass er einen bodenlangen Fuchsmantel hatte. Auch damals ungewöhnlich, dass Männer Pelzmantel trugen. Das war aber auch sein Kampfanzug. Mit diesem Fuchsmantel, der natürlich Aufsehen erregte, wo immer er lang ging, ging er nachts auf Raub aus. Und unter anderem war einer seiner Raubstädte und Städten der Hauptbahnhof. Und da streunte er die Nächte durch und stand manchmal bin ich ihm dann auch begegnet, sozusagen wie eine Litwasssäule in Pelz. Ich war im Hauptbahnhof und lauerte auf seine Opfer. Das waren in erster Linie türkische Jungs oder arabische Jungs, die er sehr mochte und mit denen er dann meistens in irgendeinem Stundenhotel verschwand. Die Schienen glänzen, kernig pofen.
Jackie sieht über den Schienen kein Gesicht, keine Bilder in Bildern. Er blickt zur Ölfarbe weißen Wand hoch und liest: Seid nett zueinander. Dammtor, Lichtspiele, Ringo. Jackie steht vor dem gefallenen Denkmal. Da schnallst du ab, kernig, wirklich dufte. Einen Schluck aus der Pulle nehmen. Mit den Gefallenen, die 30 Jahre um den grauen Würfel marschieren, mit Gewehr und Tornister, das Gewehr auf der falschen Schulter, wie der Kriegsdienstgegner Jackie feststellt, trampeln andere Wörter durch Jackies Kopf. Schick doch mal einen durch. Palette, Palais, die Fundgrube für Bücherfreunde, der Dammtor Bahnhof. Mir ist noch ein Satz in Erinnerung, wenn ich den mal kurz vorlesen darf, der diese Art zu schreiben auch beschreibt. Von ihm: Widersprüche, Lügen, das Unechte, die Übertreibung, das Inkohärente stehen lassen. Also man muss da halt mit vielen, mit allem rechnen und muss das nicht alles unbedingt auf den Wahrheitsgehalt abklopfen. Die Wahrhaftigkeit dieser Texte oder vieler Texte stellt sich ohnehin her. Und das Inkohärente stehen lassen, dafür bin ich sowieso. An dem Tag, als ich mein erstes Kind hätte kriegen sollen, habe ich da hochschwanger im Ernesto gesessen und Hubert kam zufällig rein. Und er war ganz entsetzt, dass ich nicht bei meiner Mutter auf dem Land war, sondern da ohne Wohnung, ohne Schlafstelle, und habe da im Ernesto rumgesessen, hatte kein Fahrgeld, um rauszufahren zu meiner Mutter. Aber ich hatte auch das Gefühl, es war einfach noch nicht so weit. Meine Tochter kam erst 14 Tage zu spät und ich hatte noch Zeit. Aber Hubert war ganz entsetzt und hat mir das Fahrgeld gegeben. Ich musste ihm in die Hand versprechen, dass ich sofort rausfahre zu meiner Mutter. Und aus dem Ding hat er dann nachher diese Story gemacht, wie ich im Ernesto mein Kind zur Welt bringe. Wie ich dann auf dem Fußboden entbinde und die Stricher stehen alle drumherum und so. Das ist leider fast alles Fiktion und ich finde das gar nicht gut. Zum Teil finde ich das echt nicht witzig. Aber naja, künstlerische Freiheiten. Der Aspekt, dass das irgendwie auch Schwulenliteratur sein könnte oder irgendwie vielleicht ist bei Hubert Fichte, hat mich dabei nicht so interessiert, weil ich selbst sozusagen auch nie in dieses Scene eingestiegen bin. Ich fand immer interessant, dass er einfach auf eine bestimmte Weise, auch die Art und Weise, glaube ich, wie er sein literarisches Subjekt begreift, nicht im klassisch männlichen Sinne eines autonomen, starken Subjekts, das zu konstruieren wäre, auch mit Texten, daran nicht interessiert ist, sondern eher dieses Subjekt zerlegt in mehrere Individuen. Auch die Art und Weise, wie er dann doch als Homosexueller, immer in Anführungsstrichen vielleicht, auch mit einer Frau zusammenlebte und diese Frau ihn eigentlich auch in seinen Romanen als sowohl Romanfigur, aber auch als seine Frau irgendwie begleitet. So klar sind, glaube ich, die Festlegungen da auch nicht, dass man das so richtig als klassische Schwulenliteratur lesen könnte. Ja, in aller Kürze weiß ich eigentlich kaum, was Prostitution ist, was diese Gesellschaft ist und was Verachtung ist. Ich glaube, Madame de Stael hat einmal gesagt, dass die Ehe ja doch wohl die gründlichste Prostitution in einer Gesellschaft sei. Die Beziehung war sehr eng. Sie war eine geistig-körperliche, wenn ich das so indiskret sagen darf. Es war schon wie eine Ehe, mit der Besonderheit, dass er beinahe das Alter des Sohns von Leonore Mau hatte. Da konnte es einem passieren, dass man abends zum Essen war und er sagte: Radatz, ich muss Ihnen erzählen, also gestern Abend, also dieser junge Tunesier, es war ein Traum. Lore, wie hieß er denn noch? Und
woraufhin Loro dann sagte, aber Hubert, ich war nicht dabei, ich kann es dir leider nicht sagen. Also es war eine heute, das würde man wohl sagen, offene Zweierbeziehung und er machte daraus gar kein Hehl. Hubert Fichte hat sich ganz früh einen Bart stehen lassen. Er hat schon in den ersten Fotos damals, die Leonore Mau von ihm machte, den Bart angefangen. Er war als junger Mann bildschön und etwas hatte ein etwas weiches, ein etwas verträumtes Gesicht und hat sich, wie ich meine, den Bart richtig verschrieben als Mittel, um etwas älter, etwas autoritativer, etwas ja, reifer zu wirken. Sie war Gefährtin, Copain, Geliebte, Frau, aber auch Mutterersatz. Wir waren also bei der ersten Reise nur 3 Monate, das ist gar nichts. Und da haben wir beschlossen, also arbeiten. Wir werden demnächst, sehr bald, ein ganzes Jahr nach Brasilien fahren. Weil, um diese Riten zu dokumentieren, muss man mindestens ein Jahr bleiben, weil die Zeremonien sich über das ganze Jahr verteilen. Und wenn man da was Vernünftiges machen will, muss man das machen. Und da sind wir nachts, weil die Zeremonien finden immer spätabends und nachts statt, sind wir durch eine Favela gelaufen, stundenlang. Ich hatte 2 Kameras umhängen und da wohnen die Ärmsten der Armen. Und sind den Geräuschen nachgegangen. Und wo wir Trommeln hörten, da haben wir erstmal gewartet, ob da jemand rauskommt. Und dann beim dritten Mal standen wir vor einer Hütte und haben nicht angeklopft, sondern wir sind draußen stehen geblieben, haben gewartet, weil die Leute, die fühlen auch irgendwas. Und da kam nach 10 Minuten eine Frau raus und fragte uns, was wir wollten. Und da haben wir ihr das gesagt, wir möchten das gerne mal miterleben. Und dann sind wir damit reingegangen, das war gerade auf dem Höhepunkt einer solchen Zeremonie. Und dann habe ich sie gefragt, ich habe ihr so meine Kameras gezeigt, habe gesagt, darf ich mal fotografieren? Und da hat sie einen Augenblick überlegt. Und dann hat sie zu ihrer Nachbarin, die neben ihr saß, gesagt, da sind 2 Leute aus Europa und die Frau, die will fotografieren. Das können wir ruhig erlauben, weil die Götter wollen das gar nicht. Da kommt nichts. Da kommt nichts auf die Bilder drauf. Und dann hat sie gesagt, ja, können sie. Ich war natürlich glücklich darüber. Und da war sehr viel drauf. Ich finde so toll, dass er Roman unter etwas schreibt, was vielleicht als Überschrift Forschungsbericht hat. Also wo du gar nicht das Gefühl hast, hier wird was erfunden, ausgedacht, sondern dass er praktisch eine Art Aufschreibsystem entwickelt hat, das auch entlang der Oberflächen funktioniert. Bis hin zu so Sachen wie Dingen, wo die Oberfläche fetischisiert ist, seien es jetzt mal die afroamerikanischen oder auch afrokatholischen Religionen, wo er quasi diesem Bild der Wandlung des Transgressiven, ob das jetzt sexuell ist oder eben auch wirklich religiös, also die Wandlung wie in der katholischen Kirche, wo das Brot zum Leib Christi wird, das kann er ja sozusagen sehr schön auch an Dingen wie Plastikpuppen an irgendwelchen Küsten Südamerikas beschreiben, dass der Glaube an die Zeichenhaftigkeit bei ihm nicht so protestantisch ist, wie ist ja nur so gemeint, sondern dass da wirklich am Fetischcharakter und trotzdem an der Oberfläche entlang Dinge beschrieben werden, an die irgendwie geglaubt wird. Ich weiß, ich hatte ihn mal bei mir zu Hause und wir haben also den ganzen Nachmittag Platten gehört, eben diese Madrigale. Und er war ein bisschen unheimlich. Das lag auch so daran, dass er doch das sehr weit mit dem Schamanismus beschäftigt hat. Und das sozusagen, wie er gestorben ist, da so ein schamanistischer Priester, Voodoo-Priester, parallel eigentlich gestorben ist. Also er hatte immer das Geheimnisvolle, das Unheimliche. Das war ein bisschen, ja, sagen wir mal, bedrückend manchmal. Und ich erinnere mich noch an diesen Nachmittag, dass ich ihn also sehr viel schneller zur Bahn gefahren habe, als es eigentlich nötig gewesen wäre, bloß um
dieser Beunruhigung zu entkommen. Ich weiß auch, wie er gestorben ist, habe ich sofort eine Woche lang einen unheimlichen Fieberanfall gehabt, sozusagen eigentlich mit der Vorstellung, er holt dich und nimmt dich mit. Also so sehr er ein Aufklärer war, also diese dunkle, schwarze Substanz, die es da auch gegeben hat, auf der anderen Seite, das war manchmal beunruhigend. Ich ging mit ihm durch die Straßen, durch die winterlich verschneiten Straßen von Wien, und er machte mich ständig auf irgendwelche Männerärsche aufmerksam und war also fasziniert von den Männerärschen in Wien. Und ich habe versucht, irgendwie seinem Blick zu folgen und das irgendwie nachzuvollziehen. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Mir war nicht klar, was jetzt an diesem Arsch besonders attraktiv sein soll gegenüber dem anderen. Und dann erzählte er mir von einem offensichtlich ernsthaften Problem, das er hatte und das eben auch mit seinem Analbereich zu tun hatte. Jetzt könnte er ja gar nicht, weil er irgendwas sei da mit seinem Darm und so. Und das war alles nur so andeutungsweise, und es gab eine immer wieder durchkommende starke Polemik gegen diese Ideologie, die AIDS heißt. AIDS gibt es nicht. Und ich weiß ja selber gar nicht genau, woran Hubert Fichte gestorben ist. Ich habe mir immer vorgestellt, es sei AIDS gewesen, aber ich weiß es nicht. Aber Hubert Fichte jedenfalls hat, das ist auffallend gewesen, sich strikt dagegen verwahrt, dass es AIDS überhaupt gibt. Er wusste von seinem frühen Tod. Das ist ganz merkwürdig. Und es war auch so, dass man immer gesagt hat, red doch nicht darüber. Und dann gehört noch dazu eben diese Liebe zu den exquisiten Stoffen. Also nicht nur der seidene Anzug und die seidenen Hemden und die seidenen Krawatten, sondern er hat sich auf dem Totenbett, also als er da im Hafenkrankenhaus in Hamburg gelegen ist und wusste, dass er sterben würde, hat er sich einen Morgenmantel extra herstellen lassen aus roter Seide und hat jeden Tag bestellt an sein Bett einen Strauß von Veilchen. Ein ungewöhnlicher Mann.